Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Video über traditionelle chinesische Medizin. Das heutige Thema dreht sich um Demenz und Alzheimer aus Sicht der TCM. Volkskrankheit Demenz. Nach neuesten Berechnungen leben in Deutschland derzeit rund 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung. Die meisten von ihnen sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen. Im Laufe des Jahres 2021 sind etwa 440.000 Menschen neu an einer Demenz erkrankt. Infolge der demografischen Veränderungen nimmt die Zahl der Demenzerkrankten kontinuierlich zu. Frauen sind mit 65% Anteil wesentlich stärker betroffen. Eine Ursache dafür, warum Frauen häufiger an Alzheimer erkranken, wird im unterschiedlichen Hormonhaushalt von Männern und Frauen vermutet. Dabei spielt das weibliche Sexualhormon Östrogen eine zentrale Rolle. Weniger Östrogen nach der Menopause bedeutet weniger neuronalen Schutz. Demenz ist der Oberbegriff für mehr als 100 verschiedene Krankheiten, welche die Funktion des Gehirns beeinträchtigen. Am Anfang der Krankheit sind häufig Kurzzeitgedächtnis und Merkfähigkeit gestört, im weiteren Verlauf verschwinden auch bereits eingeprägte Inhalte des Langzeitgedächtnisses. Die Betroffenen verlieren so mehr und mehr die während ihres Lebens erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Eine Demenz ist jedoch weitaus mehr als eine Gedächtnisstörung. In ihrem Verlauf kommt es auch zu einer zunehmenden Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit, der Sprache, des Auffassungs- und Denkvermögens sowie der Orientierung. Somit erschüttert eine Demenzerkrankung das ganze Sein des Menschen, seine Wahrnehmung, sein Verhalten und sein Erleben. Welche weiteren Formen von Demenzerkrankungen sind bekannt? Vaskuläre Demenz: Diese Art von Demenz tritt aufgrund von Schäden an den Blutgefäßen im Gehirn auf, was zu Problemen mit der Denkfähigkeit führt. Es kann durch Schlaganfälle oder kleine Schädigungen der Blutgefäße verursacht werden. Lewy-Körper-Demenz: Bei dieser Form von Demenz bilden sich im Gehirn abnormale Klumpen von Protein, die als Lewy-Körper bezeichnet werden. Die Symptome können Gedächtnisverlust, Verwirrung, Halluzinationen und Probleme mit dem Gleichgewicht und der Bewegung umfassen. Frontotemporale Demenz: Diese Art von Demenz betrifft in der Regel jüngere Menschen und beeinflusst hauptsächlich die Bereiche des Gehirns, die für Persönlichkeit, Verhalten und Sprache verantwortlich sind. Symptome können Verhaltensänderungen, Sprachprobleme und emotionale Flachheit umfassen. Die Alzheimer-Krankheit, die meisten auftretende Demenzform. Die Alzheimer-Krankheit, auch Alzheimer-Demenz oder Morbus Alzheimer genannt, ist die häufigste und bekannteste Form der Demenz und eine unheilbare Störung des Gehirns. Sie ist nach dem deutschen Neurologen Alois Alzheimer benannt, der sie erstmals beschrieb. Bei Alzheimer treten Veränderungen im Gehirn auf, einschließlich Ablagerungen von Proteinfragmenten, die als Plaques und Tanglies bezeichnet werden. Diese Ablagerungen stören die Kommunikation zwischen den Nervenzellen und führen letztendlich zum Absterben von Nervenzellen. Die Symptome von Alzheimer und anderen Formen der Demenz können variieren, können jedoch Folgendes umfassen wie Gedächtnisverlust, Verwirrung und Desorientierung, Schwierigkeiten bei alltäglichen Aufgaben, Sprach- und Kommunikationsprobleme und Veränderungen im Verhalten und in der Persönlichkeit, besonders da Reizbarkeit, Aggression oder Rückzug von sozialen Aktivitäten. Ursachen von Demenzerkrankungen: Für Demenzerkrankungen wird eine Vielzahl verschiedener Ursachen beschrieben. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen primären und sekundären Formen der Demenz. Bei einer primären Demenz liegt die Ursache für die Erkrankung im Gehirn des Betroffenen. Die Symptome werden nicht durch andere Einflussfaktoren, Erkrankungen oder Medikamente verursacht. Sekundäre Demenzen sind Folgeerscheinungen anderer Grunderkrankungen, wie etwa Stoffwechselerkrankungen, Vitaminmangelzustände und chronische Vergiftungserscheinungen durch Alkohol oder Medikamente. Diese Grunderkrankungen sind behandelbar und zum Teil sogar heilbar. Somit ist häufig eine Rückbildung der Symptome der Demenz möglich. Zur Abgrenzung und rechtzeitigen Behandlung dieser Demenzerkrankungen ist eine frühzeitige Diagnose besonders wichtig. Die Therapie in der westlichen Medizin: Die Standardtherapie in der Schulmedizin arbeitet UA mit verschiedenen Präparaten zur Aktivierung der Blutzirkulation im Gehirn. Für die Alzheimer-Krankheit werden vornehmlich Acetylcholinesterase-Hemmer eingesetzt, Donepezil, Rivastigmine, im fortgeschrittenen Stadium meist als Palliativum. Zusätzlich werden Medikamente für spezielle Symptome oder eventuelle Grunderkrankungen, Depression, Bluthochdruck, etc., verabreicht. Daraus kann sich ein Medikamentencocktail ergeben, der wieder die Entgiftungsfunktionen von Leber und Niere überfordert,
was sich dann rückwirkend wieder negativ auf die Hirnleistung auswirkt. Bis jetzt gibt es aber noch keine Therapie, welche eine Heilung mit sich bringt. Es ist weiter eine große wissenschaftliche Herausforderung, für diese Krankheit eine Behandlung zu finden. Es lässt sich maximal der Prozess verlangsamen, meistens wird der Patient zu einem Pflegefall. Demenz und Alzheimer aus Sicht der TCM. In der chinesischen Kulturgeschichte war der allmähliche Verlust des Denkvermögens kein eigenständiges Thema von medizinischem Interesse. Dementsprechend finden sich in der klassischen Literatur nur wenige Erwähnungen zur Demenz, die erste in der geheimen Biografie des Huatuo aus dem 3. Jahrhundert. Erst in der Ming-Zeit, 1368 bis 1644, findet sich im Yingyue Quanzhu des Zhang Yibin ein Kapitel über Symptome des Verlustes der klaren geistigen Wegsteuerung und die Beschreibung von deren Ätiologie und Therapie. Die wichtigste Standardrezeptur, die Zhang zu diesem Thema entwickelte, das Qifuyin, ist heute Gegenstand weitgehender Studien in China. Die traditionelle chinesische Medizin, TCM, betrachtet mit heutiger Sicht Demenz und Alzheimer aus einem ganzheitlichen Blickwinkel, der den Körper, den Geist und die Umwelt mit einbezieht. In der TCM wird Demenz oft als ein Ungleichgewicht im Fluss der lebenswichtigen Energie oder Qi betrachtet, das zu einer Schwächung des Gehirns und des Geistes führt. Hier sind einige Schlüsselkonzepte der TCM in Bezug auf Demenz und Alzheimer. Qi und Blut, in der TCM wird angenommen, dass Gesundheit durch den harmonischen Fluss von Qi, Lebensenergie, und Blut im Körper aufrechterhalten wird. Demenz kann nach TCM-Prinzipien auf ein Ungleichgewicht oder eine Schwächung von Qi und Blut zurückgeführt werden, insbesondere im Zusammenhang mit der Nahrungsmittelversorgung des Gehirns. Yin und Yang. Yin und Yang sind konzeptionelle Gegensätze, die in der TCM eine zentrale Rolle spielen. Ein Ungleichgewicht zwischen Yin und Yang im Gehirn kann zu Demenzsymptomen führen. Zum Beispiel wird Demenz oft als Ausdruck von Yin-Mangel und Yang-Überschuss betrachtet, was zu einer Überhitzung und einem Verlust der kühlen, nährenden Aspekte im Gehirn führen kann. Störungen der Organfunktion, in der TCM wird angenommen, dass bestimmte Organe und deren Funktionen mit unterschiedlichen Aspekten der kognitiven Gesundheit verbunden sind. Zum Beispiel wird das Gehirn oft mit der Nierenfunktion in Verbindung gebracht, da die Nieren in der TCM die Wurzel der Lebensenergie sind und eng mit dem Gehirn verbunden sind. Eine Schwäche der Nierenfunktion kann daher zu Gedächtnisverlust und anderen kognitiven Beeinträchtigungen führen. Umweltfaktoren und emotionale Gesundheit. Die TCM betrachtet nicht nur körperliche Aspekte der Gesundheit, sondern auch Umweltfaktoren und emotionale Gesundheit als wichtige Einflussfaktoren für Demenz und Alzheimer. Stress, emotionale Belastungen und ungünstige Umweltbedingungen können nach TCM-Prinzipien zu einem Ungleichgewicht von Qi und Blut führen, das sich auf die kognitive Gesundheit auswirkt. Behandlung mit TCM. Behandlungsansätze in der TCM für Demenz und Alzheimer umfassen oft eine Kombination aus Akupunktur, Kräutermedizin, Ernährungstherapie, Bewegung und Techniken zur Stressbewältigung wie Qigong oder Tai Chi. Ziel ist es, das Gleichgewicht von Yin und Yang wiederherzustellen, den Fluss von Qi und Blut zu fördern und die Funktion der betroffenen Organe zu stärken, um die kognitive Gesundheit zu verbessern und die Symptome der Erkrankung zu lindern. Nach mehreren Erfahrungen mit Patienten hat die Akupunktur auf dem Kopfschädel Akupunktur nach Yamamoto bei der Behandlung der Demenzpatienten signifikante Wirkung. Die Akupunktur verbessert die Durchblutung der Mikrozirkulation und lässt die Durchblutungsmenge des Gewebes zunehmen. Das weist darauf hin, dass die Akupunktur auf dem Kopf positiv auf die Rehabilitation von der Gehirnfunktion wirkt. Eine Studie belegt, wo chinesische Forscher die Wirkung einer Akupunkturbehandlung auf die Alzheimer-Krankheit untersuchten. Im Zuge einer Studie wurden 141 Probanden randomisiert in eine Akupunkturgruppe, 72 Probanden und eine Kontrollgruppe, 69 Probanden, aufgeteilt. Erstere erhielt einmal täglich eine Nadeltherapie in ausgewählte Akupunkturpunkte. Um einen Vergleich zur herkömmlichen Medizin zu erzielen, wurde der anderen Gruppe jede Nacht oral eine 5-mg-Tablette Donepezil verabreicht. 4 Wochen später wurde die Dosis auf 2 Tabletten mit insgesamt 10 Milligramm Donepezil pro Nacht erhöht. Ausgewertet wurden der Mini-Mental-Status-Test, MMSE, die Alltagskompetenz, ADL, der ADAS-Cog-Test und der Digit-Span, DS, vor und nach der Behandlung. Akupunktur als Methode zur Qi-Regulierung und Durchblutungsförderung erwies sich im Zuge der Studie als geeignet, um die Gesamtfunktion,
Kognition und Alltagskompetenz bei Alzheimer-Patienten zu verbessern und zeigte zudem eine höhere Wirksamkeit als die Donepezil-Therapie. In den letzten Jahren wurden viele Demenzpatienten mit TCM behandelt. Nach der Behandlung war der psychische Zustand von Patienten wesentlich verbessert, zum Beispiel Depression und Schlafstörung. Außerdem wurden die Stuhl- und Harninkontinenz und die Störung des Gedächtnisses positiv beeinflusst. TCM-Kräuterrezeptoren zur Behandlung von Demenz. In der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, werden verschiedene Kräuter verwendet, um die Symptome von Demenz zu behandeln und die Gesundheit des Gehirns zu unterstützen. Einige dieser Kräuter werden in Kombination mit anderen Methoden wie Akupunktur und spezieller Diättherapie eingesetzt. Hier sind einige Kräuter, die in der TCM zur Behandlung von Demenz verwendet werden können. Qifuyin, Abkochung mit sieben Segnungen, ist eine Kräuterformel in der traditionellen chinesischen Medizin, die aus sieben Kräutern besteht, nämlich Panax Ginseng, Rehmannia glutinosa, Angelica sinensis, Glycyrrhiza uralensis, Atrestylodes macrocephala, Polygalatenoe folia und Simancyciphi spinosae. Etliche Hinweise deuten darauf hin, dass Qifuyin Nootrop und Neuroprotektivi-Eigenschaften haben und somit vor Demenz schützen könnte. Ginkgbiloba wird oft zur Verbesserung der Durchblutung und des Gedächtnisses eingesetzt. Es wird angenommen, dass es die Gehirnfunktion verbessern und die Symptome von Demenz lindern kann. Auch Ginseng wird in der TCM häufig als tonisierendes Kraut verwendet, um die allgemeine Vitalität und die kognitive Funktion zu verbessern. Es kann auch helfen, Stress abzubauen und die Energie zu erhöhen. Gotu Kola, auch als asiatischer Wassernabel bekannt, wird traditionell zur Verbesserung der Gedächtnisfunktion und zur Förderung der Durchblutung eingesetzt. Es wird angenommen, dass es die Konzentration verbessern und die geistige Klarheit fördern kann. Der chinesische Engelwurz, Dangbui, wird in der TCM oft zur Förderung der Blutzirkulation und zur Stärkung des Gehirns verwendet. Es kann helfen, Gedächtnisprobleme zu lindern und die geistige Leistungsfähigkeit zu verbessern. Und auch der vielblütige Gnöterich, Hishawu, wird in der TCM zur Stärkung der Nieren und des Gehirns eingesetzt. Er kann dazu beitragen, Gedächtnisverlust und kognitive Beeinträchtigungen zu lindern. Es ist wichtig zu beachten, dass die Verwendung von Kräutern zur Behandlung von Demenz in der TCM immer individuell angepasst werden muss. Vorbeugemaßnahmen gegen Demenz und Alzheimer aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin. Diese Maßnahmen betonen einen ganzheitlichen Ansatz zur Förderung der geistigen Gesundheit und zur Vermeidung von Krankheiten. Hier sind einige vorbeugende Maßnahmen, die in der TCM und generell empfohlen werden. Gesunde Ernährung mit Obst, Hülsenfrüchten, Nüssen, Omega-3-Fettsäuren, etwa aus fettem Seefisch, Gemüse und Vollkornprodukten kann sich sehr positiv auswirken, dazu mentale Aktivität, körperliche Bewegung, Stressmanagement, Schlafhygiene, Akupunktur und Kräutermedizin. Auch regelmäßige und ausreichende Flüssigkeitsaufnahme ist sehr wichtig. In der TCM können Akupunktur und die Verwendung spezifischer Kräuter präventiv schon zur Förderung der geistigen Gesundheit eingesetzt werden, um das Gleichgewicht von Yin und Yang im Körper zu unterstützen und die Funktion des Gehirns zu stärken, und damit das Demenz- und Alzheimer-Risiko zu senken. Aktive Menschen erkranken später, haben weniger Eiweißablagerungen und ihr Gehirn bleibt länger gesund erhalten. Mindestens an 4 Tagen der Woche muss ein Mensch jeweils mindestens 30 Minuten körperliche Aktivität wie Schwimmen, Yoga, Radfahren und Wandern über das normale Maß hinaus absolvieren, um in diesem Sinne körperlich aktiv zu sein. Auch Tanzen, Singen und Musizieren sind laut einer finnischen Studie als präventive Maßnahme sehr gut dazu geeignet, die Erkrankung zu verzögern, beziehungsweise den Verlauf der Krankheit zu verlangsamen. Dazu zählen auch Qigong und Tai Chi Übungen mit ihren Abläufen, die das Gedächtnis und die Nervenzellen stimulieren. Bei der geistigen Aktivität ist wichtig, das Gehirn in Gang zu halten. Das kann durch Lesen, Gespräche, Besuche von Veranstaltungen und ähnliches geschehen. Keinesfalls sollte hierbei aber Druck ausgeübt werden. Insbesondere beim sogenannten Hirnjogging ist darauf besonders zu achten. Studien zu Alzheimer. Eine vom Massachusetts Institute of Technology durchgeführte Studie zeigte, dass die taktile Stimulation des Gehirnrhythmus mit einer Gammafrequenz von 40 Hertz die Pathologie und Symptome der Alzheimer-Krankheit reduzieren kann. Dies erweitert frühere Erkenntnisse aus Studien zur Licht- und Tonstimulation. Die Forschung ergab,
dass eine solche taktile Stimulation nicht nur die Gesundheit und motorischen Funktionen des Gehirns verbessert, sondern auch den Spiegel eines Proteins senkt, das für die Alzheimer-Krankheit und neuronale DNA-Schäden charakteristisch ist. Die Ergebnisse untermauern das Potenzial der nicht-invasiven sensorischen Stimulation als neuartige Therapiestrategie für neurodegenerative Erkrankungen. Für eine Studie von Forschern aus Kanada sollten ältere Menschen Super Mario 64 spielen, dabei wurde eine Zunahme der grauen Substanz im Hippocampus festgestellt. Zudem verbesserte sich innerhalb eines halben Jahres das Kurzzeitgedächtnis. Die Ergebnisse wurden 2017 im Fachblatt PLOS ONE publiziert. Wissenschaftler haben weitergehend untersucht, ob es Zusammenhänge zwischen bestimmten Freizeitaktivitäten und dem Auftreten von Demenz gibt. Das Ergebnis: Kreuzworträtsel, Schach und die Benutzung von Computern schützen ältere Menschen möglicherweise besser vor Demenz als Stricken oder Malen. Die Studie ist in der Fachzeitschrift JAMA Network Open veröffentlicht worden. Soziale Kontakte sollten unbedingt aufrechterhalten werden, und als Angehöriger muss man sich immer gegenüber dem Patienten in Geduld üben, damit die Motivation nicht verloren geht. Wichtig ist auf jeden Fall eine frühzeitige Behandlung der Erkrankung. Damit sind wir für heute am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte Sie gut über das Thema Demenz aus Sicht der TCM informieren. In regelmäßigen Abständen werde ich neue Informationen zum Thema TCM veröffentlichen und würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren würden. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund.